Ja, der Futterbereich ist etwas besser, hoffe ich, als beim letzten Mal. Ich muss mir hier noch eine richtig geile Position überlegen, da hier in einem Raum, aber oft auch der Wäscheständer steht. Ist das nicht so einfach? Vielleicht lasse ich mich auch in Zukunft öfter von meiner Frau filmen und benutze mein Stativ seltener. Das muss ich mir noch genau überlegen. Und damit erstmal willkommen. Heute geht es aber nicht um mein Stativ, sondern einfach mal so ein bisschen eine Folge von Live, wo wir so ein bisschen über die Geschichte von Weihnachten reden. Ich will jetzt nicht groß auf historischen Zahlen herumreiten oder so. Also habe ich mir jetzt auch mal wieder kein Skript gemacht, sondern einfach mal so ein paar grundlegende Fakten über Weihnachten. Letzten Sonntag habe ich mich ja dem Thema die Lehre der alten Kulturen gewidmet. Deshalb passt es eigentlich auch ganz gut, einfach mal über Weihnachten zu reden, denn Weihnachten ist ein heidnisches Fest der alten Kulturen, die schon hier in Europa gelebt haben, lange bevor es überhaupt so etwas wie Christentum gab und lange bevor man überhaupt von Abendland oder Morgenland gesprochen hat, also lange, lange vor den Römern. Aufgrund der Geografie Europas haben wir hier bekanntlich ein sehr krasses Gefälle von Jahreszeiten, weil wir dadurch, dass wir nördlich des Wendekreises des Krebses sind, hier im Winter sehr dunkles, kaltes Wetter haben. Im Prinzip ist es so, dass schon die Ureuropäer, sag ich mal, wahrscheinlich um diese Zeit herum ein Fest gefeiert haben, nämlich das Fest der Wintersonnenwende. Jeder weiß, dass bis hin zum 22. Dezember es immer länger dunkel bleibt. Und zwischen dem 20. und 27. Dezember haben wir die längsten Nächte des Jahres. Es ist zwar so, dass sich das in den letzten Jahrtausenden immer wieder ein bisschen verschoben hat, sodass wir aktuell eben den Winteranfang bzw. den Tag mit der längsten Nacht am 22. Dezember haben, manchmal aber auch am 21. oder 20. Dezember. Die Tendenz geht zunehmend dahin, dass der 21. Dezember immer mehr der Tag mit der längsten Nacht wird. Und diese Nächte zwischen dem 20. Dezember und dem 27. Dezember haben zumindest schon die alten Germanen und Kelten als die sogenannten heiligen Nächte bezeichnet. Die Nächte, die aufgrund ihrer Länge im Vergleich zu allen anderen Nächten im Jahr was Besonderes waren. Und es waren eben die Nächte, nach denen die Tage wieder länger wurden. Und daher hat man damals schon ein Fest gefeiert, ein Fest für die Sonne, ein Fest für den Sonnengott. Auch die Römer kannten ein solches Fest, das sie ihrem Sonnengott gewidmet haben, weil man eben in diesen Nächten das Fest gefeiert hat, dass der Sonnengott wieder zurückkehrt und den Tag erhellen wird. Daher war es so, dass die Christen, als sie dann versucht haben, den heidnischen Völkern ihre Religion näher zu bringen, quasi gesagt haben, das ist der Tag unseres Herrn, der Tag, wo euch eine Sonne geboren ist. Und deshalb hat man den Geburtstag Jesu in diesen Zeitraum gelegt. Obwohl Jesus wahrscheinlich, sofern er denn existiert hat, eher im Sommer geboren ist. Aber alle Quellen, die eben vermuten lassen, dass Jesus existiert haben könnte, und auch die Informationen, die man aus der Bibel bekommt, sprechen eben eher dafür, dass Weihnachten nicht der Geburtstag von Jesus ist, sondern dass Jesus eigentlich im Sommer geboren wurde. Und deshalb finde ich, es ist viel wichtiger, dass wir an Weihnachten nicht meinen, irgendein christliches Fest zu feiern, sondern viel bewusster machen, dass es sich hier um ein urtraditionelles Fest handelt. Ein Fest, das gar keine Beziehung zum Christentum hat.
Weihnachten hat mit dem Christentum ungefähr genauso viel zu tun wie mit dem Islam. Tatsächlich wird im Dezember von allen Religionen auf der Welt ein Fest gefeiert. Und zwar das Wintersonnenwendfest. Die einen verbinden das dann eben mit ihrer christlichen Lehre, die anderen verbinden es mit ihrer buddhistischen Lehre oder hinduistischen Lehre und selbst im Islam wird ein Fest gefeiert. Es ist also irrsinnig zu behaupten, wenn jetzt Weihnachtsmärkte Wintermärkte heißen oder Schokolade Saisonware genannt wird, dann wäre das ein auf die Flüchtlinge drauf zugehen nach dem Motto, wir geben unsere Traditionen und unsere Feste auf. Und unsere abendländische oder besser gesagt europäische Tradition ist es, an Weihnachten ein Fest zu feiern, das alle Völker auf der ganzen Welt feiern, nämlich ein Wintersonnenwendfest. Zwar ist es so, dass es in Deutschland immer noch Menschen gibt, die das in enormer Verbindung setzen zum christlichen Glauben und dass es auch Atheisten gibt, die irgendwie immer noch denken, da wäre ein Bezug zu, aber es besteht gar kein Bezug dazu, sondern es ist einfach ein Missbrauch eines uralten Festes. Denn in Wahrheit feiern wir an Weihnachten, wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, die Wintersonnenwende. Und auch das ist das, was man feiern sollte, die heiligen Nächte des Jahres, die so extrem lange sind und wo der Winter anfängt und wo sich trotzdem die Welt anfängt, wieder zum Positiven zu verändern. Außerdem ist es so, dass Weihnachten ja das Fest der Liebe ist. Darauf werde ich nächsten Sonntag auch nochmal in einem Video ausführlicher eingehen. Und weil Weihnachten das Fest der Liebe ist, sollten wir uns eher diesem Aspekt widmen, der Offenheit, der Lebensfreude, der Zufriedenheit und der Liebe. Allen Menschen endlich zu sagen, dass wir eine Welt sind, dass wir alle zusammengehören. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und jeder, der sich darüber aufregt, dass angeblich durch die Flüchtlinge oder Umbenennungen von irgendwelchen Festen zu Weihnachten unsere Tradition zu Ende geht, der schadet in Wahrheit der eigentlichen Botschaft des Weihnachtsfestes. In der christlichen Tradition wurde an diesem Fest Jesus geboren. In der eigentlichen alten europäischen Tradition wurde an diesem Fest der Sonnengott neu geboren. Und beide verbindet eines, nämlich die Botschaft der Liebe, die Botschaft dafür zu sorgen, dass es allen Menschen auf der Welt gut geht. Und jeder, der sich aufregt, der schadet dieser Tradition. Es ist also eine Schande für das Abendland, wenn man an Weihnachten sich darüber aufregt, dass irgendetwas nicht so ist, wie man es haben möchte. In gewisser Hinsicht ist auch dieses Video deshalb eine Schande, weil ich mich über die aufrege, die dem Weihnachtsfest quasi schaden. Es ist Weihnachten, wir haben Weihnachtszeit, also verteilt die Liebe in die Welt. Das ist das Beste, was ihr für diese Welt tun könnt. Und das ist dann abendländische Kultur. Ich hoffe, jeder von euch hat meine Botschaft für die Weihnachtszeit verstanden und vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch demnächst in einem meiner nächsten Videos oder auf dem Weihnachtsmarkt oder auf dem Silvestermarkt oder sonst wo in Kaiserslautern oder sonst wo auf der Welt und wir können uns gegenseitig Liebe spenden. Also wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, dann kriegt ihr auch mit, wann und wo ich irgendwo bin. Dann könnt ihr mich nämlich treffen und dann können wir uns gegenseitig Liebe schenken. Und damit, wie immer, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao!